Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, diesmal mit der Loot Raider aus dem Februar 2017. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum Februar? Wir haben ja schon März. Das liegt daran, dass die Loot Raider erst Ende Februar verschickt wurde und weil der Februar halt nur 28 Tage hat. Uns ist dabei ein kleines Debakel passiert und zwar wurde das Paket beim Nachbarn abgegeben von uns und ich zeige die Box einfach mal. Man sieht es hier oben links oder oben rechts schon. Sie ist leider vollkommen demoliert. Sie war auch nass. Das betrifft auch den Inhalt. Der ist ja überwiegend kaputt. Daraufhin haben wir Loot Raider direkt angeschrieben und das auch reklamiert. Zu unserer Überraschung kam auch sehr schnell eine Antwort. Wir haben, glaube ich, um 8:30 die Reklamation geschrieben, abends wohlgemerkt. Und um 9:30 oder 9:40 direkt eine Antwort erhalten. Und zwar, dass wir die Sachen auch erstattet bekommen. Daher an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Christoph, der das bearbeitet hat, diesen Schadensfall. Wie gesagt, das hätten sie gar nicht machen müssen, weil das ist ja, wie man ja sieht, wurde von DHL beklebt. Eigentlich müssten wir uns an die wenden. In dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, auch deswegen, weil wir die beschädigten Artikel behalten dürfen. Wir werden es auch gleich mal zeigen, wie genau die beschädigt sind. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank. Kommen wir zum Thema Verlosung. Natürlich werden wir auch den Inhalt dieser Box verlosen. Bei der letzten gab es ja schon Gewinner für unter anderem das Aurin hier aus der Wutbox, was die Jenny gewonnen hat, und das Bild von The Legend of Zelda, was Fabian und Janine gewonnen haben. Da das Verlosungssystem beim letzten Mal für ein wenig Verwirrung gestiftet hat, werde ich das mal ganz kurz erklären, wie wir es in Zukunft machen werden. Man bekommt für jede Minute, die man im Stream dabei ist, 5 Punkte. Für jede aktive Minute einen Punkt zusätzlich, das heißt, irgendwas geschrieben, irgendeine Aktivität vollzogen. Und für jeden Stream, den man dabei ist, pauschal 25 Punkte. Das heißt also, dass man pro Stream in etwa, wenn man die ganze Zeit dabei ist, mindestens 925 Punkte machen kann, bis zu ungefähr 1100. Das Positive an der ganzen Sache wird sein, nur derjenige, der das Item auch gewinnt, bekommt die Punkte, wie viel das Item kostet, auch abgezogen. Das heißt, jeder kann theoretisch, der die nötigen Punkte dafür hat, am Gewinnspiel teilnehmen, aber nur der, der sie gewinnt, bekommt die Punkte abgezogen. Das Fiese daran wird sein, dass ich bei jeder Verlosung mitmachen werde. Das heißt, sollte ich das Item gewinnen, wird das bei der Verlosung, die die Woche darauf sein wird, nochmal zur Verfügung stehen. Letzten Endes heißt das, dass wir das Punktesystem komplett wipen werden und kommende Woche alle noch zur Verfügung stehenden Artikel werden an alle verlost. Also jeder kann daran teilnehmen. Ja, zurück zur Loot Raider Box. Die Box kostet im 3-Monats-Abo, so wie wir es haben, 30 Euro. Und bevor ich jetzt auch weiter quassel, machen wir sie einfach mal auf. Wie gesagt, die Sachen sind leider beschädigt. Wir bekommen aber jetzt kommende Woche die Ersetzung. So, wir haben hier einen Flyer, den kann ich nur leider von der Rückseite zeigen, weil auf der anderen Seite schon alle aufgeführt sind, was in der Box ist. Da sieht man auch schon den ersten Unterschied zur Wutbox. Die Wutbox hat ein Buch, also so ein kleines Buch, so ein Heftchen, und die Loot Raider in Anführungszeichen nur ein Flyer. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Hier steht alles Wichtige drauf. Loot im Februar, dann steht hier noch drauf. Und ja, dass man ein Bild von sich und der Loot Raider Box einsenden kann, dass sie dann gezeigt wird auf Instagram oder was auch immer. Ja, ganz nett. Damit wollen wir dann auch erstmal zum ersten Item kommen. Und zwar ist das aus einem Spiel, was derzeit sehr, sehr aktuell ist. Das haben wir jetzt auch schon gespielt auf Twitch. Und kam am Freitag raus, das heißt den 3.3.2017. Ist ein kleines Goodie. Ich kann schon mal sagen, dass jeder daran teilnehmen werden können wird, was auch immer. Ich packe es gerade schon mal aus, weil es doch schon ist es länger. Ich sehe gerade, hier steht das gleiche Franchise drauf, aber ist von einem anderen Spiel aus dem Franchise. Ich zeige das mal so. Man sieht es direkt, ist aus dem Zelda-Universum und das ist quasi ein Schlüsselband mit einem netten Anhänger mit dem Triforce drauf.
Und ihr werdet es hier auch sehen. Hier steht Twilight Princess drauf. Ja. Wird sie haben noch auf hohem Niveau zu sagen, okay, Twilight Princess, The Legend of Zelda, Breath of Fire ist jetzt aktuell. Ist trotzdem ganz nett. Wie gesagt, wird jeder gewinnen können auf Twitch. Kostet keine Punkte. Das werden wir in Zukunft öfters so machen, dass die kleinen Goodies nichts kosten und jeder daran teilnehmen kann. Packen wir das mal eben beiseite und kommen zu unserem ersten, leider beschädigten Artikel. Wie ich jedoch finde, ein sehr, sehr cooles Item. Ich weiß nicht, wie laut das Rascheln ist, tut mir leid. Ist auch von einem Spiel, was sehr, 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 sehr alt ist. Ich kann nicht mal gerade sagen, wie alt genau. Auf jeden Fall. Ich zeig's einfach mal. Eine Space Invaders Metallbox, aber nicht nur irgendeine Box. Guck mal hier, die schöne Sonne. Sondern es ist eine Spardose in Form eines Spielautomaten. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Es wirkt auch sehr robust. Wie man hier sieht, ganz überstanden hat sie den Unfall von DRL nicht. Finde ich sehr schade. Ich meine, ist jetzt nicht so gravierend, aber wenn ich es mir in ein Regal stelle, dann sieht man das halt sofort, ne? Ja, das Teil wird kosten. Was hat mir gesagt? 500? Nee. Sagen wir mal 1000 Punkte. Wird verlost zwischen dem 9. und 15. März, also irgendwann an einem der Tage. Wir werden es natürlich ankündigen. Ja, auch hier Official Taito License Product. Natürlich immer offiziell, nichts Nachgemachtes. So, kommen wir zu einem kleinen Goodie. Auch von einem Spiel, aus einem Ubisoft-Spiel. Ich darf es nicht so stark schütteln, weil es ist ein Assassin's Creed Energy Drink. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, ich habe noch keinen getrunken davon. Hat auf jeden Fall sehr viele Kohlenhydrate. ja, da ist sogar ein kleines Gewinnspiel drauf, da kann man ganz viele Assassin's Creed Sachen gewinnen. Ja, 500 Punkte dafür von PowerPoint Energy und FT Touristik. Okay. Und pfandfrei. Tja, schade, sonst hätte man ja noch 25 Cent raushauen können, ne? Und dann, ja, kommen wir zu unserem vorletzten Goodie. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich das behalten will oder nicht. Ich denke mal, aber eher nicht. Es ist aus einer Serie, die derzeit ziemlich aktuell ist. Ich werde es einfach mal zeigen. This is Lucille. And she is. Wie immer in XXL. Das hat schon jemand beim letzten T-Shirt gesagt. Ja, dann esse ich halt ganz, ganz viele Sachen, damit ich dicker werde, damit ich das T-Shirt dann tragen kann, bei dem Sonic-T-Shirt. Ich würde das abgeben. Wie gesagt, ist in XXL. Fällt relativ weit aus, würde ich jetzt behaupten. Obwohl es vom gleichen Hersteller wie vom... Da steht jetzt nichts drauf. Ja gut, Walking... keine Ahnung. Das Muster gefällt auf jeden Fall. Lucille von Negan. Ja, könnt ihr für 2000 Punkte haben. Wer Bock drauf hat. Wie gesagt, auch zwischen dem 9. und dem 15. März. So, jetzt kommen wir persönlich zu meinem kleinen Highlight. Auch aus einem Film, einem riesengroßen Franchise. Ich muss aber dazu sagen, ich kannte das Vieh überhaupt nicht. Und zwar, ich kann so viel sagen, es ist eine Funko Pop Figur. Nicht irgendeine, sondern ein Bubblehead. Mega geil. Es kommt aus dem Star Wars Universum. Wie gesagt, das Vieh kannte ich nicht. Ich habe es auch gegoogelt. Ich habe nichts dazu gefunden. Absolut gar nichts.
kann, wenn das jemand jetzt errät, dann ist das echt ein Freak. Denn es ist ein Warmig. Wie gesagt, ich habe gegoogelt, ich habe da kein, nicht wirklich viel zu gefunden, sondern das ist ein Vieh, was in The Force Awakens drin vorkommt, und zwar in irgendeiner Bar-Szene. Da hat man es wohl kurz gesehen. Ich packe das mal kurz aus, wie man sieht hier, die Verpackung ist beschädigt, irgendwas ist hier rübergefahren. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt, deswegen kann ich zur Figur selber jetzt nichts sagen. Oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Die hat hier so einen Ständer drunter. Also nicht den Ständer, den ihr jetzt denkt, sondern einen zum Stehen. Und halt ein Bubblehead. Sehr cool. Müsste man sich eigentlich mal ins Auto kleben, ne? Obwohl, dann klackert das ja die ganze Zeit so. Ja, finde ich ziemlich cool. Die könnt ihr gewinnen für 5000 Punkte. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, 5000 Punkte? Ja, jetzt mal gesagt, ihr bekommt pro Stream, den wir machen, 1100 Punkte. Das ist schnell zusammengesammelt. Ne? Und ihr verliert die Punkte ja nicht mehr, wenn ihr daran teilnehmt, sondern erst dann, wenn ihr es gewinnt. Ja, mega cool. Ja, wie gesagt, der Christoph von Loot Raider hat auch zugesagt, dass wir die Sachen, die beschädigt sind, auch, dass ich die verschenken darf. Das heißt, wir bekommen das hier und das hier doppelt. Das heißt, ja, einmal wird eine quasi defekte Verpackung verlost und einmal eine heile. Und ich sehe hier hinten auch gerade, das ist Nummer 84. Es gibt davon noch Han Solo, Prinzessin Leia, Admiral Akbar, Nien Nam, Sidon Itano und, ja, Warmig, den haben wir ja. Ich zeig das mal hier hinten. Hallo? Ah, jetzt. Bis auf Prinzessin Leia und Han Solo sagen mir die Namen so gar nichts. Ja, werden auch, glaube ich, nicht häufig im Film genannt. Ja, ziemlich cool, jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass die Bubblehead schon einiges wert ist. Hier nochmal der Flyer von vorne. Hat sich auch diese Box sehr, sehr gelohnt, wie ich finde. Ich mache das mit der Sonne jetzt mal extra, weil ich genieße das unheimlich, dass heute die Sonne scheint. Ihr könnt es leider nicht sehen. Ich habe hier ein Fenster und dadurch kommt direkt die Sonne. Ich sehe quasi den Sonnenuntergang heute durch das Fenster hier, während ich am PC sitze. Das ist schon echt nice, oder? Ja. Wie gesagt, Box lohnt sich wie immer unheimlich. 30 Euro hat die gekostet, ein bisschen günstiger als die Woodbox. Als nächstes erwarten wir, lasst mich lügen, am 15. die Loot Chest. Das heißt, es wird unsere dritte. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil die Loot Chest wird ja immer sehr gelobt. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, während ich das hier wieder einpacke, sehr, 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 wenn ihr eingeschaltet habt. Sollte euch das Video gefallen haben, würde es mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen hoch bewerten würdet. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, was ich natürlich nicht hoffe, mit einem Daumen runter. Immer schön ehrlich bleiben, ja, und kommentieren und teilen würdet. Ja. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei sein würdet. Und ja, bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.